Dienstag, 11. Mai 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, in unserer gestrigen Sendung konnte Landeshauptmann Markus Wallner noch keine Entwarnung geben, was die Öffnung der Grenze zu Bayern angeht. Wenige Stunden später, heute Mittag war es, um es genau zu sagen, gab es dann eine Eilmeldung. Ab morgen soll der kleine Grenzverkehr zwischen Bayern und Vorarlberg oder beziehungsweise Österreich wieder möglich sein. Damit steht einem Einkaufsbummel beziehungsweise auch am Café bei unseren deutschen Nachbarn nichts mehr im Wege. Aus diesem Grund werfen wir heute einen Blick über die Grenze und sprechen mit dem Landrat des Landkreises Lindau, Elmar Stegmann, über die Situation bei unseren Nachbarn und wie er das letzte Jahr der Corona-Pandemie erlebt hat. Lokale Bio-Lebensmittel werden immer mehr ein Thema. Das heißt, sie gewinnen nicht erst seit der Corona-Pandemie, aber zuletzt verstärkt an Bedeutung. Und welche Maßnahmen die heimischen Erzeuger treffen, welche ihnen auch helfen sollen, um den Biomarkt weiter zu stärken, darüber unterhalte ich mich mit Manuel Kirisitz-Steinparzer von der Interessensvertretung Bio Austria. Zu Beginn wollen wir jetzt aber uns einem Thema widmen, das uns in den letzten Tagen auch bei Voll.at immer wieder beschäftigt hat. Gerade in den letzten Monaten häufen sich immer wieder Videos von Polizeieinsätzen, bei denen vermeintlich Übergriffe von Polizisten gezeigt werden. Eben, wie gesagt, zuletzt heute haben wir so ein Video gehabt von einer Festnahme in Bregenz. Vielfach haben es die Beamten auch mit Beschimpfungen bis hin zu körperlichen Gewalt zu tun. Auch da hat es in den letzten Jahren eine immer stärkere Zunahme gegeben. Wie die Polizisten jetzt mit dieser Situation umgehen, welche Rolle da auch künftig Bodycams spielen und was Sie zu diesen Videos auch sagen, die da immer wieder im Netz auftauchen, darüber bespreche ich jetzt zu Beginn. Freue mich sehr, ihn im Studio begrüßen zu dürfen mit Revierinspektor Manuel Preis. Er ist Mitglied der Landesleitung der Polizeigewerkschaft und Vorsitzender des Dienststellenausschusses im Bezirk Dornbirn. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Vielleicht zur Erklärung, Ihr Leiter sozusagen der Gewerkschaft, der Sandro Wehinger, der ist heute leider verhindert. Deswegen haben Sie heute diesen Platz eingenommen, dankenswerterweise. Dem wünschen wir an dieser Stelle alles Gute. Der hat heute einen Arzttermin gehabt, deswegen konnte er nicht zu uns in die Sendung kommen. Aber ich glaube, wir zwei kommen da auch ganz gut zugange. Ja, vielleicht wollen wir uns zu Beginn ein kurzes Video ansehen, auch damit Sie, meine Damen und Herren, einen Einblick bekommen, mit was Beamte denn so jeden Tag, oder nicht jeden Tag, Gott sei Dank, aber doch immer wieder konfrontiert sind. Und da geht es um ein Video, das bei einer dieser vermeintlichen Corona-Kritiker-Demos in Bregenz aufgenommen worden ist, wo es doch, ja, zumindest kurzzeitig ein bisschen brenzlig geworden ist. Ja, keine schönen Bilder, die wir da erlebt haben, ist schon ein paar Wochen her, aber war doch eine Situation, die wir, glaube ich, so in den letzten Jahren auf Demonstrationen in Vorarlberg nicht erlebt haben. Ich glaube, Sie waren selbst auch mit vor Ort. Was waren das für Situationen für Sie? Ja, war ebenfalls selber vor Ort und wie schon gesagt, es war natürlich eine Situation, die man eigentlich so in Vorarlberg noch nicht erlebt hat. Das hat alles eigentlich ganz normal angefangen mit einer Identitätsfeststellung, die anschließend dann aus dem Ruder gelaufen ist. Und wie man es auf dem Video hier wunderbar sieht, jeder dieser Demo-Teilnehmer hatte ein Smartphone in der Hand. Es ist halt so, wir sind jetzt in einer Zeit, wo jeder ein Mobiltelefon hat und das ist innerhalb von 3-4 Sekunden heraus und man beginnt zu filmen. Das ist genau das Problem, das ist die Problematik dahinter. Oder? Mhm. Derjenige, der filmt, schneidet das Ganze zusammen und veröffentlicht dann nur diese Szenen, die er auch wirklich veröffentlichen will. Die Vorgeschichte, wie es dazu kam, dass es schlussendlich eskalierte, das wird halt leider oft nicht gezeigt. Mhm. Wir haben jetzt eben, wie gesagt, einige solche Geschichten auch gehabt, wo es zu Festnahmen gekommen ist, wo dann auch Videos davon existiert haben. Sie haben es richtig gesagt, meistens beginnen diese Videos, während die Aktion, die Festnahme dann schon läuft, also während dann auch Körperkraft teilweise schon angewendet wird. Das, was davor passiert, fehlt oft auf diesen Videos. Fangen wir vielleicht einmal damit an.
grundsätzlich dieses Filmen von Amtshandlungen. Warum ist das problematisch und warum, wie begegnen Sie dem auch als Beamter jetzt? Da macht man sich natürlich auch Gedanken. Bei jeder Festnahme, bei jeder Amtshandlung, die ich setze, muss ich jetzt fürchten, dass so ein Video im schlimmsten Fall zusammengeschnitten an die Öffentlichkeit kommt, was dann natürlich auch dementsprechend Ermittlungen nach sich zieht, was dann dementsprechend auch ja, einen Haufen Arbeit nach sich zieht und man sich dann praktisch fast rechtfertigen dafür muss, dass man jetzt eigentlich nur seine Arbeit getan hat. Also grundsätzlich wird einmal jede Amtshandlung von der Polizei selber dokumentiert. Das kann man im Anschluss nachher dann nachverfolgen, warum es überhaupt zu dieser Festnahme gekommen ist. Die Problematik besteht darin, dass diese Leute, die da filmen, oft versuchen, gezielt den Polizeibeamten vielleicht auch unter Druck zu setzen, indem sie sagen, schau, lieber Polizeibeamte, ich filme dich jetzt, alles, was du jetzt sagst, ist auf Video und so weiter. Es gibt natürlich auch Außenstehende, die versuchen, die Amtshandlung durch dieses Filmen dann auch teilweise zu behindern. Und man muss halt mit der Situation umgehen, dass man sagt, wir haben einen gesetzlichen Auftrag und dieser Auftrag wird einfach auch von der Polizei durchgesetzt. Natürlich macht man nicht gleich die Festnahme oder man setzt es durch, sondern es gibt natürlich immer zuerst die Möglichkeit, den Dialog, die Deeskalation. Und genau wie schon angesprochen, diese Sachen werden natürlich nicht ins Netz gestellt. Das ist für die Leute uninteressant. Das ist mal eine ganz banale und ganz laienhafte Frage, wenn man jetzt sieht, dass solche Videos auftauchen, als Beamter, der dann auch draußen ist. Ist das dann vielleicht sogar so weit, geht das so weit, dass man sich überlegt, kann ich jetzt diese Amtshandlung wirklich setzen? Soll ich das jetzt machen? Muss ich noch länger abwarten? Also sprich, dass man auch selber ein bisschen ins Zweifeln und Zögern kommt, weil man schon wieder befürchten muss, danach habe ich wieder wochenlang damit zu tun, muss mich damit herumschlagen. Und was macht das auch mit dem Beamten? Also was ist das auch, wenn wir das Stimmungsbild vielleicht ein bisschen wiedergeben können? Ja, natürlich überlegt man, oder, was passiert, wenn ich das jetzt mache. Aber ich denke, man ist so gut ausgebildet und kann das selber so gut einschätzen, ob jetzt diese Festnahme, diese Zwangsmaßnahme, die dann auf diesem Video zu sehen ist, ob das dann auch gerechtfertigt oder verhältnismäßig ist. Jeder Beamte hat da andere Zugänge oder kommt damit anders klar. Aber schlussendlich geht es immer noch darum, dass der Auftrag hergestellt wird, also die Gesetzmäßigkeit hergestellt wird. Und ich wüsste jetzt keinen Fall, wo man davon abgesehen hat, nur weil jetzt eine Kamera die Amtshandlung filmt. Wenn wir uns das jetzt, wenn wir uns das ansehen, wenn wir uns diese Videos auch ansehen, wir haben diese Beiträge, ich glaube, wir können es auch einblenden, was wir da in letzter Zeit hatten. Wir hatten verschiedene solche Vorfälle, wo es eben aus scheinbar ganz banalen Situationen dann so eskaliert. Ist das eine neue Qualität, die sich geändert hat in den letzten Jahren? Also sprich, wir haben da zwei Fälle, zum einen, wir sehen es gerade eingeblendet, da ging es bei einer Festnahme, bei einer Ausreisekontrolle, da ging es darum, dass eine Person ohne diesen Test, der eben momentan verpflichtend vorgeschrieben war aus dem Bregenzerwald, diesen Kontrollposten überschreiten wollte. Den Fall, den wir jetzt heute hatten, da ging es um eine Identitätsfeststellung auch. Bei der Demo, Sie haben es gesagt, war das ebenfalls. Das sind ja Dinge, die jetzt eigentlich nicht zwangsläufig zu einer Eskalation führen müssten. Offenbar aber gerade in letzter Zeit immer wieder zur Eskalation führen. Hat sich da was geändert? Ja, ich denke schon, dass sich da was geändert hat. Viele Leute glauben, die Polizei darf zum Beispiel keine Identität feststellen. Und wenn wir die Identität feststellen, dann haben wir auch eine gesetzliche Grundlage dafür. Wenn diese Personen natürlich dieser Identitätsfeststellung nicht folgen, dann müssen wir halt laut Gesetz auch Zwang anwenden, damit es zu einer Anzeigenerstattung kommen kann. Es nützt mich nichts, wenn ich die Identität nicht habe, Verwaltungsübertretung oder auch Sonstiges wurde begangen. Der Auftrag ist klar, oder? Wir haben die Anzeige zu machen und dazu brauchen wir halt nochmal die Identität. Wenn sie nicht hergegeben wird, dann müssen wir halt Zwangsmaßnahmen anwenden, Befehls- und Zwangsgewalt, um zu dieser Identität zu kommen. Es gibt natürlich, wollen wir gar nicht verheimlichen, jetzt weltweit ist das Thema, gibt natürlich auch Dinge, die nicht so ablaufen, wie sie ablaufen sollten, sprich, wo es dann tatsächlich ja, nicht gerechtfertigt war oder übertriebene Maßnahmen waren. Ich stelle mir das aber auch schwer vor für einen Beamten vor Ort draußen, denn im Endeffekt geht es darum, das gelindestmögliche Mittel anzuwenden, aber im Endeffekt muss er ja selber entscheiden, wie weit er jetzt geht. Wie schwierig ist denn das in so einer Situation, die er noch dazu jetzt nicht unbedingt der Situation ist, wo ich noch eine Viertelstunde mir überlegen kann, was ich jetzt tue, sondern das sind ja meistens sehr, sehr, sehr ja, Situationen, die sich innerhalb von Sekunden aufbauen. Ja, natürlich. Man muss innerhalb von Sekunden eine Entscheidung treffen. Ob diese Entscheidung dann schlussendlich richtig oder falsch war, entscheiden natürlich andere Behörden. Das entscheiden hat Richter, Gerichte, Landesverwaltungsgerichte und so weiter.
Es ist aber schon so, dass wir von der Gewerkschaft versuchen, den Polizisten ein bisschen der Sicherheit zu geben. Oder? Wir haben die Polizisten, die Kollegen haben die Möglichkeit, über den Rechtsschutz zum Beispiel mögliche Misshandlungsvorwürfe, mögliche Videos, die in der Öffentlichkeit auftauchen, dass man das Ganze rechtlich auch bekämpfen kann. Mhm. Also das ist schon so, dass der Polizist einen gewissen Schutz natürlich auch braucht, oder? Wenn da natürlich solche Sachen kommen wie Misshandlungsvorwürfe, dass man da ganz klar sagt, man wird nicht allein gelassen, sondern man versucht das Ganze auch auf rechtlichem Wege dann zu klären. Ich stelle mir das ein bisschen auch schwierig vor, dann immer bei diesen Videos zu entscheiden, nutzt die jetzt denn eventuell sogar der Aufklärung im Nachhinein oder ist das ein Problem, das ich verhindern möchte, dass dieses Video entsteht? Wir haben es schon erlebt in der Vergangenheit, dass tatsächlich auch diese Videos dann dazu geführt haben, dass man die zur Entlastung von Beamten auch eingesetzt, wenn es dann zum Verfahren kommt, wenn es dann wirklich auch vor Gericht geht. Ist ein bisschen ein zwiespältiges Schwert, nehme ich an. Ich denke, es ist schon wichtig, dass man ganz klar aufklärt, oder was bei dieser Amtshandlung im Gesamten passiert ist. Also wenn natürlich mögliches Fehlverhalten von dem Gegenüber oder von Polizisten gesetzt wird, oder dann sollte das natürlich schon aufgeklärt werden. Aber dementsprechend hat die Polizei auch reagiert, oder? Wir sprechen es da eh noch an die Body-Worn-Kameras. Mhm. Man sollte immer beide Seiten der Medaille kennen, oder? Und wenn die Polizisten natürlich diese Zwangsmaßnahmen durchsetzen, dann hat es im Normalfall auch ganz klar eine gesetzliche Regelung und eine gesetzliche Deckung. Und das wird nicht einfach so zum Spaß gemacht, auf gut Deutsch. Wir haben es gerade gehört, also diese Widerstände haben zugenommen. Das heißt, auch die Aggression der Bevölkerung oder der Personen, die mit denen sie da zu tun haben, zumindest der Eindruck, der entsteht, nicht nur wegen diesen Videos, sondern einfach, man erlebt das ja wirklich immer mehr, oder man hört das auch, können wir das auch ein bisschen in Zahlen festlegen, also als Beispiel, wie das in Vorwerk zum Beispiel im letzten Jahr ausgesehen hat, wie war das da, also haben Sie da auch die Erfahrung gemacht, dass, ich will jetzt nicht sagen der Respekt, aber auch die Aggressivität von Personen, mit denen sie zu tun haben, größer geworden ist? Also wenn man die Zahlen anschaut, gibt es eine klare Steigerung. Also wenn ich jetzt im richtigen Kopf habe, waren es 2020 123 Widerstände gegen Beamte, 12 tätliche Angriffe und natürlich auch eine große Anzahl an verletzten Beamten. Ich spreche mich klar hier aus, dass jeder verletzte Beamte definitiv einer zu viel ist. Oder? Man muss sich das so vorstellen, die Kollegen machen Tag und Nacht Dienst für die Republik, für die Sicherheit, für die Gesellschaft unter schwierigsten Bedingungen, auch natürlich jetzt zu Corona-Zeiten, wo es ein bisschen angespannt ist, das ist auch verständlich, aber es rechtfertigt nicht, dass Beamte, die ganz normal ihren Dienst machen, die versuchen, Sicherheit und Ordnung im Land zu halten, dass die attackiert werden, dass diese auch, ja, leider Gottes auch verletzt werden. Und ja, die Zahlen sprechen leider die deutliche Sprache, dass es nach oben geht. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, die Corona-Situation ist natürlich nochmal eine herausforderndere und nochmal eine speziellere Situation, wie das jetzt in Anführungszeichen davor auch war. Nicht zuletzt auch deswegen, weil es natürlich viele Verordnungen gab, viele Änderungen auch gab, die Polizei exekutieren muss, die sie durchsetzen muss, die auch nicht immer ganz so einfach umzusetzen sind, da sie teilweise natürlich auch der Politik geschuldet nicht immer ganz eindeutig waren. Hat das auch die Arbeit erschwert, beziehungsweise fördert das auch eben genau diese Problematik, die wir jetzt gerade besprochen haben? Bei den ganzen Verordnungen und bei den ganzen Maßnahmen, die von seitens der Politik kommen, müssen andere Behörden entscheiden, oder ob das jetzt korrekt war oder nicht. Oder? Wir von der Polizei haben den Auftrag, gewisse Verordnungen und gewisse Maßnahmen durchzusetzen. Auch ob das jetzt richtig oder falsch ist, das haben wir jetzt mal dahingestellt. Oder? Wir haben den Auftrag, wir werden das machen. Natürlich immer mit der Verhältnismäßigkeit, dass man natürlich zuerst den Dialog sucht und schlussendlich, wenn es dann halt nicht geht, auch was Corona-Maßnahmen betrifft, diese auch halt zur Not mit Zwang durchsetzen müssen. Einen Kritikpunkt, den man immer wieder hört, ist eben, wenn es zu solchen Festnahmen kommt oder wenn es eben zu solchen Widerständen auch kommt, dass den Betroffenen oder den Tätern in Anführungszeichen dann relativ wenig passiert. Dass es da auch eine gewisse Frustration gibt unter den Beamten, das heißt, dass man immer wieder mit den gleichen Personen auch zu tun hat. Ja, dann wird die Festnahme ausgesprochen, der wird mitgenommen, ein paar Stunden später geht er nach Hause und selbst wenn es dann zum Prozess oder zu einer Verurteilung kommt, sind die Strafen meist nicht sehr hoch. Zum einen, ist das tatsächlich so? Und zum anderen, was ist denn auch die Forderung, also der Beamten draußen? Oder was wäre auch der Wunsch der Beamten draußen? Musste man da tatsächlich was ändern?
Dieses Thema ist gerade sehr aktuell, auch in Wien auf politischer Ebene. Die Gewerkschaft hat gerade gestern ganz klar ein Statement herausgegeben und ganz klar gefordert, dass Widerstände, also Personen, die Widerstandshandlungen gegen Beamte setzen, dass man hier ganz klar von Politik und Justiz massiv dagegen vorgeht. Beim Widerstand gegen die Staatsgewalt beträgt der Strafrahmen bis zu 3 Jahre. Ich denke, ich schließe mich da auch ganz klar der Forderung an. Ich denke nicht, dass ein Wiederholungstäter, der mehrmals Beamte verletzt, am Abend dann nach Hause gehen sollte. Also sprich, die Anzeige auf freiem Fuß sollte man da schon überdenken. Das heißt, die Forderung an die Politik ist auch, dass die Beamten besser geschützt werden im Endeffekt. Wie gesagt, Politik und Justiz sollte man da mit ins Boot holen. Und vielleicht ist es auch dann ein bisschen mehr abschreckend, wenn man weiß, wenn ich einen Beamten verletze, dass ich dann einfach nicht hinauslaufen kann und gemütlich nach Hause gehen kann. Zum Abschluss wollen wir noch kurz über die Bodycams sprechen. Sie haben es vorher schon gesagt, die Bodycams sind bei der Vorarlberger Polizei schon etwas länger im Einsatz. Es war so ein Feldversuch, das heißt, es hat in jedem Bezirk an gewissen Dienststellen diese Bodycams gegeben. Jetzt hat man das getestet, hat das offensichtlich auch für gut befunden. Jetzt heißt es, jetzt soll jede Dienststelle im Land mit so einer Bodycam ausgestattet werden. Was verändert denn das in Ihrer täglichen Arbeit, wenn Sie tatsächlich auch selber mit so einer Bodycam rausgehen? Was sind denn da tatsächlich die Vorteile für Sie als Beamte auch daraus? Also nur ganz kurz, wir haben derzeit 24 Stück in Vorarlberg im Einsatz. Das Ziel ist, dass jede Dienststelle Bodycams bekommt. Der Vorteil bei dieser ganzen Geschichte ist, dass man natürlich immer, wie schon angesprochen, eine zweite Seite sieht. Man sieht ganz klar, wie der Beamte reagiert und man sieht vor allem auch die gesamte Amtshandlung von Anfang an. Die Bodycams werden im Zuge des Streifendienstes von den Beamten mitgenommen und bei Bedarf eingeschaltet. Schützt natürlich auch den Beamten vor möglichen, wie gesagt, Misshandlungsvorwürfen oder Vorwürfen, die so nicht stattgefunden haben. Für den Beamten natürlich selber ein sehr großer Vorteil, weil er auch im Nachhinein nochmal die Amtshandlung anschauen kann und dementsprechend auch den Bericht oder beziehungsweise wie die Amtshandlung abgelaufen ist, zu Papier bringen kann. Ganz kurz, wir hatten auch einen Fall von einem Widerstand bei einer Tankstelle, wo dieses Video anschließend bei Gericht gezeigt wurde und der Richter schlussendlich dann ganz klar erkennen konnte, das, was am Papier geschrieben wurde, deckt sich oder ist schwer vorstellbar mit dem, was man eigentlich dann schlussendlich bei Gericht sieht. Es wird immer davon gesprochen, dass solche Bodycams auch deeskalierend wirken. Das heißt also, dass das Gegenüber, wenn so eine Kamera eingeschaltet wird, dann vielleicht in Anführungszeichen sich dazu besinnt und dann sich ruhiger verhält. Ist das ein Erfahrungswert, den Sie teilen können? Diesen Erfahrungswert kann ich teilen. Es geht in beide Richtungen. Es gibt Amtshandlungen, die deutlich ruhiger abgelaufen sind, sobald die Kamera eingeschaltet wurde. Leider Gottes gibt es aber auch Personen, die sich dann noch mehr in ihren Rechten verletzt fühlen und das Aggressionspotenzial steigt. Aber man muss natürlich immer abwägen, ist es ein dafür und ein dawider. Herr Preiß, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Wünsche Ihnen und den Kollegen einen gesunden und verletzungsfreien Einsatz. Danke nochmal, schönen Abend und gesund bleiben. Danke für die Einladung, danke. Ja, meine Damen und Herren, ich habe es erwähnt, wir wechseln das Thema weg von der Polizei hin zur Biolandwirtschaft und ich freue mich jetzt sehr, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, hier bei uns im Studio. Und zwar freue ich mich sehr auf Manuel Kirisitz-Steinbarzer von Bio Austria Vorarlberg, wenn ich es jetzt richtig sage. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung ins Studio. Ja, Bio-Lebensmittel ist jetzt nicht so wahnsinnig was Neues, gibt es schon lange. Gibt es allerdings einen Trend, den wir schon seit ein paar Jahren verfolgen, dass der Bedarf und danach die Nachfrage beim Konsumenten nach Bio immer mehr steigt. Und nicht zuletzt auch das letzte Jahr, dieses Corona-Jahr, hat gezeigt, dass Regionalität und biologische Landwirtschaft oder beziehungsweise biologische Produkte einen immer größeren Stellenwert haben. Ist das auch mit ein Anlass dafür, dass man jetzt eine neue Initiative starten möchte? Hat man gemerkt, wir haben jetzt nochmal einen Schritt gemacht in der Richtung, da müssen wir jetzt nochmal uns neu aufstellen? Ja, Sie haben es richtig formuliert. Die Biolandwirtschaft hat ein schönes Jahr hinter sich. Die Zahlen konnten in allen Produktbereichen und Kategorien gesteigert werden. Hier gilt der Dank den Verbraucherinnen und den Verbrauchern, dass sie verstärkt im Regal sich entschieden haben, zum heimischen Bio-Lebensmittel, zum regionalen Bio-Lebensmittel zu greifen.
Das hilft natürlich der heimischen Biolandwirtschaft und motiviert uns in diese Richtung, uns weiterzuentwickeln, weiterzugehen und hier auch das Angebot entsprechend zu vergrößern. Ich glaube, wir sind hier auch gefordert, das Angebot auszudehnen. Der Konsument hat da eine gewisse Macht oder wenn er mit dem Griff zum Lebensmittel im Regal und da gilt es auch Antworten zu geben und das hat uns veranlasst, neue Maßnahmen zu kreieren, uns zu überlegen, wie soll die Biolandwirtschaft weiterentwickelt werden, welche Schritte wollen wir setzen, aber wie wollen wir dem Konsument auch helfen, einen möglichst niederschwelligen oder einfachen Zugang zum heimischen Bio-Lebensmittel zu finden. Das wollen wir uns jetzt dann im Detail auch ansehen, was es da für Möglichkeiten und Maßnahmen gibt. Aber vielleicht fangen wir noch mal kurz am Anfang an mit Bio. Ist ja so ein Begriff, der ist ja nicht unbedingt zwangsläufig geschützt. Und regional und Bio ist auch noch nicht unbedingt zwangsläufig dasselbe. Wie stellt man auch sicher, dass als Konsument auch, dass es dann tatsächlich Bio ist? Ich denke, das ist eine recht einfache Frage, also vielleicht ganz vorne angefangen. Für uns ist eigentlich klar, dass Bio und Regional in gewisser Weise zusammengehören. Es sind für uns gewisse Zwillinge. Das eine schließt das andere nicht aus. Für uns gilt immer das Motto oder der Grundsatz eigentlich, Bio und Regional ist optimal. Während die Regionalität eigentlich der Bezugsort oder die Herkunft beschreibt, definiert Bio eigentlich die Qualität, wie etwas produziert, wie etwas verarbeitet, wie etwas veredelt worden ist. Bio ist seit Anfang der 90er Jahren sehr wohl ein rechtlich geschützter Begriff, der auch auf EU-Ebene in der Bio-Verordnung geregelt ist. Also in Europa ist klar definiert, was ein Bioprodukt ist und was keines ist. Es ist auch mit einem grünen Blatt am Lebensmittel sehr leicht erkennbar. Da findet man das grüne Blatt, man findet darunter einen Ländercode, also AT für Österreich und daneben einen Kennzeichnungscode für die Kontrollstelle. Und mit dem ist eigentlich sehr leicht feststellbar, ob es sich um ein Bioprodukt handelt oder eben nicht. Zusätzlich gibt es da natürlich unterschiedliche Kennzeichnungen, zum Beispiel die Bio Austria bei uns in Österreich, sie definiert eigentlich eine Verbandsqualität, diese muss immer über der von der EU vorgeschriebenen Verordnung oder Richtlinie liegen und beschreibt eigentlich noch ein strengeres österreichisches Bio, also eine heimische Bioqualität. Jetzt geht es um den Vertrieb. Fangen wir mal mit dem an. Momentan ist es ja so, dass viele, immer mehr eigentlich auch Hofläden aus dem Boden schießen. Das ist eben auch dieser Corona-Situation geschuldet. Da hat es wirklich jetzt einen großen Schritt nach vorne gegeben. Aber natürlich auch die Wochenmärkte in Vorarlberg sind so ein klassisches Vertriebsmöglichkeit. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die großen Lebensmittelketten, die großen Lebensmittelhändler. Jetzt, wenn ich mir das von der wirtschaftlichen Sicht ansehe, ist es natürlich so ein bisschen der Kampf David gegen Goliath. Also sprich, ich habe meinen kleinen Hofladen mit meinem Automaten oder vielleicht auch mit dem Abhofverkauf. Und dann habe ich natürlich die große internationale Kette, die jetzt alle mittlerweile ja auch auf Bio aufgesprungen sind. Wie gut funktioniert hier die Kooperation, die Zusammenarbeit und ist das vielleicht auch das Zukunftsmodell, dass man sagen kann, ich kann dann trotzdem, obwohl es eine große Kette ist, regionale Produkte noch verstärkt anbieten? Ich meine, erste Versuche oder erste Möglichkeiten gibt es davon ja tatsächlich schon. Ja, ich denke, das ist ein spannendes Thema und ein sehr vielschichtiges Thema. Kurz gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Also wir haben im letzten Jahr, Sie haben es richtig artikuliert, eigentlich eine verstärkte Nachfrage, einen Boom erfahren. Aber wir waren natürlich in der Landwirtschaft auch gefordert, andere neue Vertriebswege zu gehen. Durch den Wegfall von Tourismus und Gastronomie war es natürlich notwendig, dass das Produkt auch den Weg in den heimischen Kühlschrank findet, sage ich jetzt mal. Und da war es notwendig, auch auf andere Wegen das Produkt anzubieten oder auch andere Wege der Vermarktung zu gehen. Also es war ein regelrechter Boom, aber auch schon vor dem Corona-Jahr konnten wir erleben, dass die Menschen eine Sehnsucht haben, auf den Betrieben einzukaufen. Und ich denke, da ist die Biolandwirtschaft gut aufgestellt, weil sie einfach die Transparenz bietet, die viele Konsumentinnen und Konsumenten heute einfach wollen. Sie wollen ins direkte Gespräch kommen, sie wollen hinter die Kulissen blicken, sie wollen wissen, wie etwas hergestellt worden ist, sie wollen wissen, mit welchen Methoden das hier produziert worden ist. Also das ist eine sehr gute Möglichkeit. Wir haben in unserem neuen Bio-Einkaufsführer über 180 Bio-Austria-Bäuerinnen und Bauern abgebildet, die direkt vermarkten, wo direkt auf dem Hof, sei es im Automat, sei es am Markt, sei es am Verkaufsstand, sei es im Straßenverkauf oder im professionellen Vollsortiment Hofladen eigentlich ihre Produkte anbieten und da kann immer nachgefragt werden und ins Gespräch gekommen werden. Die andere Seite natürlich mit dem Handel,
auch eine sehr wichtige Komponente, die ermöglicht eigentlich, dass Bioprodukte auch in die Breite kommen, dass sie niederschwellig zugänglich werden, dass sie leicht zugänglich werden und dass vielleicht auch Menschen, die nicht die Zeit oder auch die Muße haben, den Hofladen aufzusuchen, somit Zugang haben. Also gerade in Vorarlberg haben wir eigentlich eine langjährige und sehr gute Partnerschaft auch mit dem Handel. Also neben unseren funktionierenden Hofläden gibt es da Handelsstrukturen, die funktionieren. Da ist natürlich sehr wichtig, dass da die Transparenz gewahrt wird, dass auf Augenhöhe zusammengearbeitet wird und dass die Richtlinien, die definieren, die eigenen Biomarken eigentlich ausloben, dass die nicht nur marketinggetriebene sind, sondern dass das auch ein bäuerliches Regelwerk ist und eigentlich unsere bäuerlichen Werte abbilden. Man muss immer wissen, die Biolandwirtschaft ist eigentlich eine gemeinsame Sache von Konsumenten und Bauern gemeinsam entwickelt. Und natürlich gibt es da ein gewisses Trittbrettfahrertum oder wo das auch für Marketingzwecke manchmal gebraucht, ich will nicht sagen missbraucht wird, und da gilt es zu beachten, dass diese bäuerlichen Werte auch schlussendlich im Handel transportiert werden und bis ins Einkaufswagen des Konsumenten und der Konsumentin gelangen. Das ist das Thema natürlich auch die Kosten bzw. die Rentabilität von solchen Sachen. Wenn ich jetzt biologischen Anbau betreibe, ist das nun mal oftmals mit höheren Kosten schon mal für den Landwirt verbunden. Ein industrieller Großbetrieb, jetzt ob es in der Fleischwirtschaft oder wo auch immer ist, der kann natürlich zu ganz anderen Preisen produzieren, wie das der kleine Bauer mit dem Lokalbetrieb machen kann. Und dementsprechend ist es ja auch wichtig, um welchen Preis er das verkaufen kann. Jetzt ab Hofladen kann er die Preise mehr oder weniger selber machen. Natürlich wird der Markt ihm dann sagen, ob der Preis akzeptiert wird oder nicht. Aber gerade mit den Handelsketten ist es ja oft so, da muss man dann schon härter verhandeln. Aber Sie haben gerade gesagt, in Vorarlberg funktioniert das gut. Ja, ich denke, das ist ein gewisses Fairplay entlang der gesamten Wertschöpfungskette und auch wahrscheinlich so alt wie die Landwirtschaft ist, auch ist die Diskussion, wo bleiben welche Anteile hängen, wer verdient was mit dem ganzen Produkt. In der Biolandwirtschaft ist klar, dass die Produktion teurer ist, weil viele Dinge, die die landwirtschaftliche Produktion erleichtern würden, aufgrund des Vorsorgeprinzips einfach ausgeklammert werden. Es wird keine Chemie, es werden keine synthetischen Mittel, es wird keine Gentechnik eingesetzt, die Tiere bekommen mehr Platz in den Ställen, sie haben länger Zeit zu wachsen. Das alles braucht Zeit und das alles kostet auch. Also diese Mehrkosten, die müssen irgendwo abgewälzt werden und müssen irgendwo transportiert werden. Auf der einen Seite muss man eigentlich wissen, es gibt kein billiges Lebensmittel. Also Lebensmittel, die billig angeboten werden, da werden Kosten externalisiert. Das bedeutet eigentlich, die Kosten, die trägt die Umwelt oder sonst wer. Jetzt sind wir entlang der Wertschöpfungskette unterwegs und da gilt es, diese Mehrkosten durch einen höheren Produktpreis abzufedern. Ich würde sagen, diese Mehrkosten sind überschaubar, wenn wir uns die Statistik angehen. Der durchschnittliche österreichische Haushalt gibt zwischen 10% und 12% vom Haushaltseinkommen für Lebensmittel aus. Also da ist was drinnen, aber ist natürlich nur fair, wenn damit auch Landwirtschaft ist ein Wirtschaftssektor und Nachhaltigkeit bedeutet auch oder ist nur gewährleistet, wenn diese auch ökonomisch ist und wenn damit etwas verdient werden kann. Also es heißt, wenn diese Mehrkosten auch abgegolten werden, da glaube ich, geht es immer schlussendlich in der Verhandlung darum, dass sowohl Handel als auch Bauernschaft da partizipieren und schlussendlich auch der Konsument oder die Konsumentin einen fairen Preis am Markt erfährt. Wenn diese Balance eingehalten werden kann, ich glaube, dann sind wir alle zufrieden und dann profitieren wir alle davon. Jetzt bei BioAustria, das ist ja so eine Interessensgemeinschaft von diesen Biobauern, auch von diesen Biolandwirten. Wie ist denn da auch der Austausch? Also das sind ja viele auch dabei, die sagen jetzt mal, die starten neu in die Biolandwirtschaft, da fehlen dann Erfahrungswerte, da tauscht man sich da aus untereinander, gibt es da auch irgendwie so Guidelines? Also ich frage es ganz platt auch, jetzt bin ich der Landwirt, der jetzt entscheidet, okay, ich würde jetzt eigentlich vielleicht auch gerne auf Bio umsteigen, habe aber keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert, was ich alles beachten muss. Das heißt, das ist dann der Punkt, wo Sie mit ins Spiel kommen. Ganz genau, das ist einer der Punkte, wo wir mit ins Spiel kommen. Also die BioAustria hat sich mittlerweile durch ihr fast über 40-jähriges Bestehen zum größten Bioverband Europas entwickelt. Wir haben 13.500 Mitglieder. Wir haben mittlerweile auch fast über 400 Partner aus Gewerbe und Handel, die unsere Mitglieder sind. Und in Vorarlberg die Besonderheit, das ist geschichtlich geschuldet, kann auch jede Konsumentin und jeder Konsument bei uns Mitglied werden, der eigentlich die heimische Biolandwirtschaft unterstützen will. Ein wichtiger Teil neben der politischen Vertretung, neben der Interessensvertretung und der Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit ist schon, wie Sie richtig angesprochen haben, der Teil der Beratung und Bildung, wo wir immer versuchen, eigentlich
die doch wissensintensive Biolandwirtschaft auch weiter voranzubringen. Die Biolandwirtschaft ist zwar ressourcenextensiv, aber wissensintensiv. Also ich kann nicht nur einfach Symptombekämpfung machen, sondern ich muss immer wissen, was ist der Grund oder was ist die Ursache, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Da probieren wir natürlich, haben wir einen gewissen Beratungsauftrag auch von der öffentlichen Hand, dass wir da unterstützend zur Seite stehen. Wir probieren aber auch gerade das bäuerliche Erfahrungswissen in einer Bauer-zu-Bauer-Beratung, wo langjährige Kollegen, wo Biopioniere waren und schon ihre Erfahrungen gemacht haben, mit jungen Neueinsteigern zusammenkommen, sie beraten, ihnen unterstützend und helfend zur Seite stehen. Zum Abschluss lassen Sie uns noch ein bisschen Werbung machen. Sie haben es vorher schon erwähnt, es gibt diesen Bio-Einkaufsführer jetzt. Da kann man sich informieren, welche Landwirte gerade in Vorarlberg solche Produkte anbieten und wo man die auch finden kann. Wo gibt es denn den? Wo kriege ich den? Ja, das sage ich dann sehr, sehr gerne. Danke, dass Sie mich auf diese Fährte bringen. Den Bio-Einkaufsführer haben wir im vergangenen Monat neu präsentiert und neu aufgelegt. Da findet sich eigentlich alles, was zum nachhaltigen Lebensstil in Vorarlberg dazugehört. Also da sind die bäuerlichen Produkte angeboten. Es sind Bioläden mit drinnen abgebildet, sind aber auch Kooperationspartner, wie beispielsweise die Adressen der Vorarlberger Weltläden drin gesammelt. Es ist die Biomode, wo kann ich Biomode in Vorarlberg kaufen, mit abgebildet. Aber es sind auch Ausflugsziele oder Schaubauernhöfe oder kindgerechte Bauernhöfe als vielleicht Sonntags- oder Ausflugsziel darin abgebildet. Also ein umfassendes Werk eigentlich, wo alles, was den nachhaltigen Lebensstil betrifft, abbildet, ist zu finden auf unserer Homepage zum Download, auch in digitaler Form als Biomap, als einfache Suchmaschine und natürlich als Hardcopy-Version einfach bei uns im Büro per Mail, per WhatsApp, per SMS, per jeglichem Kommunikationsmedium, das es gibt, melden. Das schicken wir natürlich sehr gerne zu und freuen uns, wenn da ein reges Interesse besteht. Herr Kirsis-Steinbarzer, wunderbar, schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio und diesen Einblick in die Biolandwirtschaft in Vorarlberg. Ja, sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg bei uns im Ländle. Vielen Dank. Im Namen der Biobäuerinnen und Biobauern auch ein recht herzliches Danke und danke natürlich auch den Konsumentinnen und Konsumenten, die uns täglich vertrauen. Ja, und jetzt schalten wir nach Lindau zu unseren Nachbarn. Da sind wir natürlich ganz gespannt. Persönlich waren wir schon länger nicht mehr drüben. Freut mich umso mehr, dass es geklappt hat, dass wir es über Zoom schaffen. Ich freue mich sehr. Landrat Elmar Stegmann, heute zugeschaltet zu uns bei Vorarlberg Live. Schönen guten Abend, Herr Stegmann. Ja, guten Abend nach Vorarlberg. Ja, Stegmann, wir haben es tatsächlich schon länger ausgemacht, dieses Gespräch, und jetzt hat uns heute die aktuelle Berichterstattung in die Karten gespielt. Am Mittag gingen Eilmeldungen über die Agenturen. Ab morgen schon, recht kurzfristig, soll es jetzt den kleinen Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich wieder geben. Auf Vorarlberger Seite große Erleichterung. Wie sieht es denn auf Ihrer Seite aus? Wir haben Sie heute davon erfahren, beziehungsweise was ist auch Ihre erste Einschätzung zu dieser Entscheidung? Erfahren habe ich es wahrscheinlich ähnlich wie Sie über die Pressekonferenz von Kanzler Kurz und Ministerpräsident Söder. Und wir freuen uns über diese Entscheidung, denn ich habe es heute in meinem Pressegespräch schon gesagt, jetzt wächst wieder zusammen, was zusammen gehört. Wir haben gute, enge nachbarschaftliche Beziehungen. Es gibt Freundschaften, Verwandtschaften auf beiden Seiten der Grenze. Wir sind eine Region, die vom Miteinander lebt. Der Tourismus, die Freizeitaktivitäten, beides findet in beide Richtungen statt. Und es war jetzt natürlich stark eingeschränkt zu Zeiten der Pandemie und mit den Grenzschließungen. Und insofern ist, glaube ich, heute ein Tag der Freude, dass wir hier wieder enger zusammenwachsen. Jetzt ist das natürlich sehr kurzfristig. Details wurden noch keine bekannt gegeben, wie das dann im Detail aussieht. Aber vielleicht können Sie mir uns kurz erklären, wenn das jetzt so kommen soll, wie es heute verkündet wurde, sollte das ja heißen, dass wenn ich jetzt als Vorarlberger ab morgen wieder nach Lindau gehe, dass für mich die gleichen Regeln gelten wie für die bayerische Bevölkerung, also sprich für die Einheimischen. Was würde denn das bedeuten, wenn ich jetzt morgen nach Lindau zum Einkaufen oder auf einen Kaffee oder eben jemanden besuchen gehen will? Was muss ich denn trotzdem noch beachten? Im Unterschied zu Vorarlberg ist bei uns bislang nur die Außengastronomie zulässig mit Anmeldung und mit Test oder geimpft, wobei das Impfen sich unterscheidet zu den Regelungen in Österreich. Bei uns bedeutet geimpft, dass man die zweite Impfung hat und dann noch 15 Tage danach warten muss. Anschließend gilt man erst als vollständig geimpft. Aber das ist eben eine Voraussetzung, geimpft oder einen negativen Test. Da gilt der PCR-Test 48 Stunden, der Schnelltest 24 Stunden. Und dann ist es möglich, mit Voranmeldung die Außengastronomie aufzusuchen. Der Einzelhandel hat wieder geöffnet. Dort gilt das Prinzip Click and Meet. Also man kann einen Termin vereinbaren, kann dort zum Einkaufen gehen. Und die großen Läden, also Supermärkte insbesondere und größere Geschäfte, die haben generell geöffnet. Dort gibt es eine Kundenbeschränkung. Die Supermärkte haben es dadurch gelöst, dass sie einfach die Zahl der Einkaufswägen
vor den Läden reglementiert haben und somit ist sichergestellt, dass exakt so viele Menschen im Supermarkt sich aufhalten können, die aktuell nach der Verordnung zulässig sind. Da geht es immer nach der Quadratmeterzahl, die so ein Supermarkt hat. Und danach bemisst sich dann die Anzahl der Kunden, die den Supermarkt aufsuchen dürfen. Also insofern gibt es da keine Unterschiede mehr zwischen einem Vorarlberg oder einem Lindauer, der hier zum Einkaufen geht. Genauso ist auch der Sport wieder möglich. Bei uns haben seit gestern die Fitnessstudios wieder geöffnet. Auch die waren geschlossen. Die dürfen jetzt ebenfalls wieder öffnen. Und auch dort gelten dann natürlich bestimmte Vorgaben, was Abstände anbelangt, Hygieneregeln. Aber ich nehme an, es wird in Vorarlberg nicht anders sein als bei uns. Jetzt ist Vorarlberg für Österreicher die Modellregion gewesen in den letzten Wochen. Das heißt, wir waren in der glücklichen Lage, dass bei uns schon weit mehr Öffnungen waren wie bei unseren, bei den anderen Bundesländern und natürlich auch wie bei Ihnen in Lindau. Das heißt, der Gastronomie hat bei uns schon seit März jetzt wieder geöffnet, zwar ein bisschen eingeschränkt, aber dennoch Indoor und Outdoor. Da war jetzt der Test vorgesehen, Einkaufen ging auch. Im Gegensatz zu Ihnen, die Fitnessstudios sind bei uns noch ein bisschen zu, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber bei Ihnen war das ja schon sehr viel härter, dieser Lockdown. Also das heißt, da waren wirklich alle Geschäfte, mit Ausnahme eben des Lebensmittelhandels oder gewisser Grundbedürfnisse, geschlossen. Die Gastronomie, Sie haben es gerade gesagt, ist, glaube ich, seit gestern ist die Außengastronomie wieder möglich im Landkreis Lindau oder in Bayern. Wie haben Sie denn jetzt diese letzten Monate, jetzt doch schon seit vor Weihnachten so erlebt? Wenn man Leute gehört hat, die in Lindau waren oder auch in Deutschland sich aufgehalten haben in Bayern, das haben so das Gefühl gehabt, das war alles wie ausgestorben, möchte ich fast sagen. Es war ja fast kein Leben zu sehen auf den Straßen. Das ist in der Tat so, wobei man dazu sagen muss, dass es auf der Lindauer Insel in den Wintermonaten ohnehin etwas ruhiger ist. Aber insgesamt war es natürlich schon eine schwierige Zeit, insbesondere für den Handel. Der hatte enorm zu leiden. Die Kunden sind abgewandert in den Onlinehandel und vor allen Dingen besteht jetzt ja die Schwierigkeit darin, diese Kunden wieder zurückzugewinnen für den stationären Einzelhandel, insbesondere auf der Lindauer Insel, aber auch in den anderen Städten und Gemeinden bei uns im Landkreis. Wir hatten in Deutschland die Situation, dass insbesondere an der Grenze zu Tschechien die Inzidenzzahlen enorm angestiegen sind. An der tschechischen Grenze gab es Inzidenzen von 1.100 Fälle auf 100.000 Einwohner gerechnet. Und das hat eben dazu geführt, dass man in Deutschland zu schärferen Maßnahmen gegriffen hatte, weil man einfach vermeiden wollte, dass sich diese Inzidenzen über das ganze Land hinwegziehen. Deswegen waren die Vorgaben härter, strenger. Unterm Strich muss man aber sagen, wenn wir uns heute jetzt die Ergebnisse anschauen, dass die Maßnahmen auch gewirkt haben. Der Landkreis Lindau hat heute eine Inzidenz von 56,1 und wir gehen davon aus, dass auch die Zahlen in den nächsten Tagen relativ stabil bleiben werden. Insofern sind wir deutlich zurückgegangen, was die Inzidenzen anbelangt. Man muss hier vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben. Man hat ein bisschen neidisch nach Vorarlberg geschaut, wo eben schon erste Öffnungen möglich waren. Aber das waren jetzt eben 2 Monate länger, die man warten musste. Insofern hoffen wir jetzt alle, dass wir uns gemeinsam auf einen schönen Sommer freuen dürfen, mit Urlaub, mit Freizeitaktivitäten und mit einem guten Miteinander. Gibt es für Bayern auch schon weitere Planungen für weitere Öffnungen? Also bei uns ist es ja so, in Österreich ab 19. Mai wird jetzt bundesweit mehr geöffnet und auf Juli wurde dann schon vorausgesagt, sollten die Zahlen so bleiben, soll es dann mehr oder weniger wieder diese in Anführungszeichen oft genannte Normalität geben. Sie haben es gesagt, in Deutschland ist ja nicht nur in Bayern so, ist in vielen Bundesländern so, ist momentan dieses Click and Collect in Geschäften und eben auch noch nur mit Voranmeldungen in der Gastronomie geplant. Wie soll es denn da weitergehen? Gibt es da schon eine Marschroute oder wird das noch davon abhängig sein, wie sich eben die Zahlen in den nächsten Wochen entwickeln? Die Regelungen in Deutschland sind momentan inzidenzabhängig. Bayern hat sich dort an diese deutschen, bundesdeutschen Vorschriften angeschlossen und die sehen eben Lockerungen vor, solange die Inzidenz unter 100 liegt, sogar noch weitere Lockerungen, wenn die Inzidenz unter 50 fallen sollte. Solange wir unter 100 sind, wird es aber weitere Lockerungen ganz konkret geben, auch mit dem Pfingstwochenende. Österreich beginnt am 19. Mai, bei uns werden dann die Lockerungen zum 21. Mai in Kraft treten. Und es bedeutet ganz konkret, dass ab dem 21. Mai, wenn die Inzidenz unter 100 bleibt, der Tourismus wieder stattfinden kann. Das bedeutet, die Hotels, die Ferienwohnungen, Pensionen, Jugendherbergen, Campingplätze, all diese dürfen wieder öffnen. Ebenso wird die Schifffahrt wieder ihren Betrieb auf dem Bodensee aufnehmen. Gästeführungen, Wanderungen dürfen wieder angeboten werden. Der Reiseverkehr, der Reisebusverkehr darf wieder stattfinden. Also wir alle hoffen, dass die Inzidenzen so niedrig bleiben.
Und dann werden mit dem Pfingstwochenende weitere Lockerungen greifen, insbesondere was den Tourismus anbelangt. Sie haben es gerade gesagt, der Tourismus ist natürlich eine wichtige Einkommensquelle im Landkreis Lindau, eben vor allem eben auch auf der Insel Lindau, aber darüber hinaus auch, gerade eben auch der Sommertourismus. Das heißt, da wird jetzt doch eine gewisse Erleichterung, nehme ich an, zu fühlen sein, denn ich möchte mal gar nicht ausmalen, ist ähnlich wie hier in Vorarlberg, was wäre, wenn da jetzt tatsächlich es noch länger so zu Schließungen hätte kommen müssen. In der Tat, also der Tourismus ist ein wichtiges Standbein, nicht nur auf der Lindauer Insel. Unser Landkreis ist ja zweigeteilt. Der andere Teil des Allgäu ist davon genauso massiv betroffen. Alle hoffen auf einen starken Tourismus. Ich bin da aber ganz optimistisch, was unsere Region insgesamt anbelangt, sowohl was Vorarlberg anbelangt, als auch unsere Region in Lindau und dem Allgäu. Und zwar deswegen, weil natürlich das Verreisen in das weiter entfernte Ausland nach wie vor noch mit Schwierigkeiten behaftet sein wird. Ich nenne nur die Stichworte Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete. Das führt ja bei einer Rückkehr in der Regel dazu, dass man in Quarantäne muss. Und insofern bin ich sehr optimistisch, dass viele Menschen aus Deutschland, aus Österreich und anderen EU-Staaten ihren Urlaub auch bei uns verbringen werden, genauso wie in Vorarlberg. Und ich denke, da werden wir alle davon profitieren. Die Gastronomie, die Hotellerie, die ganzen Dienstleistungsbetriebe, die dort mit dranhängen. Und insofern dürfen, glaube ich, die Betriebe bei uns auch optimistisch in den Sommer blicken. Sie haben es vorher gesagt, die aktuelle Inzidenz in Lindau mit 56,1, da können wir fast ein bisschen neidisch aus Vorarlberg rüberblicken, denn wir sind doch noch jenseits der 100 momentan. Allerdings hat uns immer geholfen in den letzten Wochen, dass eben die Krankenhausbelegungen und die Intensivbettenbelegungen sehr, sehr niedrig geblieben sind, glücklicherweise. Das war eben einer der Punkte, der auch dafür gesprochen hat, die Modellregion durchsetzen zu können. Ich habe jetzt nur mitbekommen, in den vergangenen Wochen und Monaten sah es natürlich auch im Landkreis Lindau nicht immer ganz so rosig aus. Auch Sie waren teilweise tatsächlich am Limit, das heißt auch, was die Krankenhausbelegungen anging. Was waren da die schwerste Zeit und ja, wie knapp war es denn da wirklich, dass es also unter Umständen dann auch zu einer Überlastung gekommen wäre? Die hatten wir in der Tat. Wir haben auch momentan eine starke Belastung der Intensivbetten. Wir haben im Landkreis 12 Intensivbetten und heute ist nur ein Bett frei. Wobei die Betten nicht alle mit Corona-Patienten belegt sind. Es sind nur 3 Patienten, die momentan auf den Intensivstationen mit einer Corona-Erkrankung liegen. Aber insgesamt war die Lage in der Tat angespannt. Wir mussten teilweise aus der Region Schwaben, das ist unser Regierungsbezirk hier, der geht also bis über Augsburg hinaus, Patienten in andere Bundesländer sogar verlegen, weil die Fallschwere zugenommen hatte. Während wir eben im vergangenen Jahr hauptsächlich ältere Patienten hatten, also 80 plus, wo manche auch verstorben sind an ihrer Corona-Erkrankung, haben wir jetzt das Phänomen, dass die Impfaktionen angeschlagen haben. Wir haben kaum noch Erkrankungen bei Menschen, die älter als 70 Jahre alt sind. Dafür aber auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern Menschen zwischen 40 und 60, zum Teil mit sehr schweren Verläufen, die beatmet werden müssen, über Wochen beatmet werden müssen. Und das macht uns momentan ein bisschen Sorge, denn wir erleben einfach auch, dass die britische Virusmutation, die bei uns im Landkreis ebenfalls um sich gegriffen hat, zu schnelleren Ansteckungen führt und auch in der Folge zu schwereren Krankheitsverläufen. Mhm. Und deswegen gilt auch nach wie vor der Appell an die Bevölkerung, Vorsicht walten zu lassen, Abstand zu halten, sich an die Maskenpflicht und an die allgemeinen Hygieneregeln zu halten. Denn auch wenn jetzt der Sommer kommt und wir uns auf Lockerungen freuen, Corona ist noch nicht vorbei. Mhm. Anderes Thema natürlich ist das Thema Impfen. Jetzt haben wir in Vorarlberg tatsächlich den Impfturbo gezündet, wie es der Landeshauptmann, ich zitiere ihn da, gesagt hat. Wir haben jetzt mittlerweile bei Stand heute knapp 42% der Impfberechtigten haben die Erstimpfung zumindest schon mal bekommen. Ich habe gesehen, im Landkreis Lindau haben Sie 2 Impfzentren, wo eben auch Impfungen stattfinden. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie kommen Sie voran? Wie sieht es auch mit Impfstoff aus oder mit den Anmeldungen vor allem auch zu den Impfungen? Das Interesse der Menschen an den Impfungen ist sehr groß und es hat jetzt noch einmal in den letzten Tagen dadurch zugenommen, dass mit den Impfungen natürlich auch bestimmte Lockerungen dann in Zukunft einhergehen werden. Was die Impfstoffversorgung anbelangt, das ist das ganz große Manko. Wir suchen händeringend nach Impfstoff oder warten darauf, dass der Bund uns Impfstoff liefert. Wir haben in Deutschland ein System, das seit April zweigeteilt ist. Es gibt auf der einen Seite die staatlichen Impfzentren. Davon haben wir 2 Stück im Landkreis und auf der anderen Seite werden seit April die niedergelassenen Ärzte in die Impfungen eingebunden. Und während die Impfzentren gedeckelt sind, was den Impfstoff anbelangt, also da gibt es eine fest definierte Menge, die wir zur Verfügung haben, können die Arztpraxen selbst den Impfstoff bestellen. Und da geraten wir momentan ein bisschen ins Hintertreffen in unserer Region, weil wir natürlich in einer ländlichen Region nicht so viele Arztpraxen haben wie Gebiete mit eher einer städtischen Struktur, mit vielen größeren Städten und großen Arztpraxen.
Insofern würde ich mir wünschen, dass der Impfstoff mehr anhand der Bevölkerungszahlen verteilt wird und dann eben auch auf die Impfzentren geht, als nur zu sagen, die Impfzentren werden gedeckelt und der Rest geht an die Hausärzte. Da geraten wir momentan ein Stück weit ins Hintertreffen. Man muss sagen, in den Impfzentren arbeiten wir momentan mit angezogener Handbremse. Wir mussten teilweise sogar Tage schließen, weil nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stand. Ich bin aber auch hier optimistisch, dass wir vorankommen. Sowohl Bund als auch Land haben angekündigt, dass sie Impfstoff von BioNTech im Juni in sehr großer Stückzahl liefern werden, sodass wir, denke ich, den Rückstand im Juni auch wieder weiter aufholen werden. Ganz kurz noch zum Thema eben Impfstoff. Das war ein großes Thema, auch bei uns in Österreich, aber auch in Deutschland, das Thema AstraZeneca, ja, nein, oder eben BioNTech. Hat das bei Ihnen auch Auswirkungen gehabt? Also sprich, dass man unter Umständen, wir haben es gehört, in manchen Bundesländern, da war dann AstraZeneca-Impfstoff übrig, weil sich die Menschen damit nicht impfen lassen wollten? Bei uns ist zu keinem Zeitpunkt Impfstoff übrig geblieben. Er wurde auch nie in Kühlschränken gelagert, was so teilweise bundesweit durch die Medien gegangen ist von anderen Orten, sondern bei uns konnte der Impfstoff immer verimpft werden. Natürlich war die Diskussion um AstraZeneca nicht gerade hilfreich, wo es dann einmal geheißen hat, rein in die Kartoffel, raus aus die Kartoffel, dann mal die Älteren, dann die Jüngeren, dann doch wieder lieber die Älteren. Also das hilft natürlich nicht bei einer Impfaktion, wenn man so eine Diskussion öffentlich führt. Aber insgesamt ist der Impfstoff auch bei uns sehr gut angenommen worden. Er wird nach wie vor verimpft. Wobei man dazu sagen muss, dass eben Deutschland momentan verstärkt auf BioNTech setzt, sodass die Lieferungen von AstraZeneca nach und nach abnehmen werden und mehr Impfstoff von BioNTech und Moderna zur Verfügung stehen wird. Kommen wir schon fast, sind wir fast am Ende. Zwei Fragen hätte ich noch, und zwar eine zum Thema Kritik an den Maßnahmen. Das ist ein Thema, das uns natürlich alle beschäftigt. Das haben wir gesehen. Wir sehen die Bilder von den Demonstrationen. Aber man hört auch und man merkt auch in der Bevölkerung, natürlich nach einem Jahr Pandemie sind wir alle pandemiemüde. Es wird immer schwieriger, diese Maßnahmen auch einzuhalten, umzusetzen, sich daran zu halten, die Menschen auch daran zu erinnern. Das haben wir hier in Vorarlberg in den letzten Wochen auch immer wieder erlebt, dass man dann teilweise noch Verschärfungen machen musste, weil es eben private Cluster teilweise gegeben hat, weil sich die Menschen eben nicht so sehr an die Auflagen gehalten haben im privaten Raum. Wie ist denn so die Stimmungslage in Lindau? Ist es da schon auch so, dass man jetzt, ja, wie soll ich sagen, jeden Tag hofft, dass es jetzt bald vorbei ist und eben auch die Sorge hat, dass es, wenn das jetzt noch viel länger gehen würde, dann auch die Bereitschaft zum Mitmachen unter der Bevölkerung schwindet? Ich würde es genauso beurteilen, wie Sie es geschildert haben. Wir haben aber momentan ja das große Glück, dass die Inzidenzzahlen seit geraumer Zeit rückläufig sind, dass wir Fortschritte machen beim Impfen, dass jetzt Lockerungen kommen und damit ist ja auch ein Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Das hilft dann sicherlich auch, wenn man bei der Bevölkerung um Verständnis wirbt. In der Tat war es schwierig in den letzten Wochen. Es gab natürlich auch immer wieder neue gesetzliche Vorgaben, Änderungen, dann Rückstände beim Impfen, weil dann nicht genügend Impfstoff geliefert werden konnte von den Herstellern. All das hat natürlich zu einer gewissen Unzufriedenheit geführt und das verstehe ich natürlich. Das hat uns natürlich genauso geärgert wie jeden anderen Bürger auch, wenn man dann erlebt hat, dass Impfstoff angekündigt worden ist. Man bestellt Menschen ein zur Impfung und dann sagt eine Firma AstraZeneca oder BioNTech kurzfristig die Lieferung ab und man muss die Leute wieder ausladen. Also das macht niemand gerne. Und dass sich die Menschen darüber ärgern, das verstehe ich absolut. Aber angesichts jetzt der positiven Entwicklung, wie ich es ähnlich eben geschildert hatte, glaube ich, dass wir uns da wirklich freuen dürfen auf die nächsten Monate. Die Lieferungen sollen steigen. Das Wetter wird auch besser. Wir können uns wieder mehr draußen aufhalten. Das tut sicherlich der Seele auch gut. Und die Öffnungen tun das Ihre noch mit dazu. Und zum Abschluss noch, lassen Sie uns kurz über das Thema Schulen sprechen. Das ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema bei uns gewesen. Es war unter anderem eben auch, dass wir in einer Region da tatsächlich auch kleine Clusterbildungen in Bildungseinrichtungen hatten und man da wieder wechseln musste, Distanzunterricht, Präsenzunterricht, auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Wie sind denn Sie im Landkreis Lindau mit dieser Situation umgegangen, beziehungsweise wie sieht es denn da aktuell aus? Man hat sehr früh schon im vergangenen Jahr umgestellt dann und hat Möglichkeiten des Distanzlernens geschaffen, eben des Homeschoolings. Das ist, glaube ich, von den Schulen sehr gut aufgenommen worden. Man musste dann immer wieder nachsteuern. Man hat zusätzliche EDV geschaffen. Da sind immer große Schritte vorangekommen im vergangenen Jahr. Und die aktuelle Lage stellt sich so dar, dass es eine bundesweite Regelung gibt. In dem Moment, wo die Inzidenz über 165 liegt, findet Distanzunterricht statt. Da sind wir ja meilenweit von dem Landkreis Lindau entfernt. Das bedeutet, bei unserer jetzigen Inzidenz findet der Präsenzunterricht in der Schule statt mit entsprechenden Abstandsregelungen. In den Schulen, wo die Abstände nicht eingehalten werden können, findet dann eben Wechselunterricht innerhalb dieser Klassen, die davon betroffen sind, statt.
Aber insgesamt hat sich es jetzt wieder eingespielt und da helfen uns natürlich die niedrigen Inzidenzzahlen. Unser Ziel war es immer, den Unterricht aufrechtzuerhalten, am besten in der Schule, denn das Distanzlearning hat sicherlich auch seine Vorteile, aber besser ist es natürlich, wenn die Kinder in die Schule gehen können, genauso wenn sie in die Kindertageseinrichtungen gehen können. Und das war immer unser Ziel, diese Einrichtungen möglichst lange offen zu halten. Auch wir hatten Ausbrüche in Schulen, in Kindertageseinrichtungen. Da mussten eben wieder teilweise ganze Klassen oder auch einzelne Lehrkräfte in Quarantäne genommen werden. Das hat sich dann im Laufe der Zeit eingespielt. Aber momentan haben wir beispielsweise in den Schulen gar keine Fälle. Und insofern bin ich sehr zufrieden, wie sich hier die letzten Wochen entwickelt haben. Ja, erfreuliche Nachrichten von unseren Nachbarn. Wir freuen uns alle drauf, dass tatsächlich jetzt die Möglichkeiten bestehen, dass wir uns dann wieder auch in Persona begegnen können. Nicht so diesen kleinen eisernen Vorhang, den wir jetzt gefühlt hatten die letzten Wochen. Herr Stegmann, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, demnächst mal vielleicht hier bei uns im Studio oder dann eben auch wieder in Lindau bei einem Café oder was auch immer. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute, gesund bleiben und bis bald. Herzlichen Dank. Ihnen auch alles Gute. Ja, und das Gespräch mussten wir aus Termingründen im Vorfeld der Sendung aufzeichnen. Und das war es auch wieder mit der heutigen Sendung von Vorarlberg Live. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr auf voll.at, vn.at und auf Ländle TV. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und gesund bleiben.